Also innovatives Geschäftsmodell ist ein Geschäftsmodell, was eben nicht den klassischen Industrielogik oder der klassischen Branchenlogik folgt, sondern eben genau in eine andere Richtung geht, die man üblicherweise sich vorstellt und damit eben ein neues Kundenbedürfnis auch erzielt an der Stelle, erreicht. Die Konkurrenz steigt weiter zwischen den Handwerksbetrieben. Es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten, sich zu differenzieren. Und eben über Geschäftsmodelle kann man an der Stelle wirklich einen Mehrwert für den Kunden bieten und sich ein neues Geschäft eben schaffen. Das hängt natürlich von der Größe klar des Betriebes ab. Für die reine Design- oder Entwicklung eines Geschäftsmodells kann man in der Regel, sag ich mal, mit ein paar Tagen, zwei, drei Tagen wirklich systematische, strukturierte Arbeit schon sehr viel erreichen, um ein Konzept zu entwickeln. Erstens, man braucht Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das zweite ist, man braucht eine Methodik. Da gibt es genug, sag ich mal so, die wir auch heute dann präsentieren. Und das dritte ist, man muss den Mut haben, das auch umzusetzen. Also im Prinzip sind die Handwerksbetriebe so unterschiedlich, dass man es nicht per se sagen kann. Tendenziell geben die Methoden aber genug Möglichkeiten, in allen Bereichen sich weiterzuentwickeln. Persönlich finde ich natürlich die Betriebe, die einen sehr starken Technologiefokus haben, einfacher in der Umsetzung neuer innovativer Geschäftsmodelle als jetzt ein klassischer, sag ich mal, Maler, der vielleicht die ganze Technologie Bezug hat. Nun, die Handwerkskammer, der ZTH, bietet natürlich einiges an der Stelle. Ansonsten die einschlägigen Recherchen übers Internet schaffen sehr schnell einen guten Überblick über die entsprechenden Geschäftsmodellansätze, die es da gibt.